Schlangenbrot für Kinder, Glühwein für Erwachsene und dann noch gerade der Christbaum entsorgen. Für die Dorfbevölkerung ist das ein gelungener Anlass. Wie jedes Jahr bringen wir unseren Christbaum hierher und nachher wird er hier verbrennt. Und man trifft Kollegen, Freunde, kann sich gutes Neues wünschen und entsorgt ist er auch. In einem kleinen Dorf wie Lohn ist es immer gut, wenn es noch Leute gibt. Gerade jetzt für die Jungen, die das machen oder die so Zeug überhaupt noch organisieren. Und sich die Zeit nehmen, für die Allgemeinheit etwas auf die Beine zu stellen. Der Verein hat in den letzten Jahren mehr als etwas auf die Beine gestellt. Sie organisieren nämlich auch private Fest und das Dorffest am 15. August. Ihre Hoffnung ist, dass sie durch weitere Spenden noch mehr für die Dorfbevölkerung machen können. Wir sind einfach der Meinung, dass es mittlerweile kaum noch Vereine gibt, die wirklich Feste organisieren, also in dem Rahmen, die nicht irgendetwas mit dem Kränzchen zu tun haben oder einem Herbstfest oder etwas. Ja, und man sieht sich halt immer wieder, man macht etwas für Kultur und ich finde das halt noch wichtig, gerade in einem Dorf. In diesem Dorf wohnen 760 Einwohner. Zwei von denen haben letztes Jahr wenig Freude an diesem Anlass und haben mit einer Unterschriftensammlung gegen die angebliche Nachtruhestörung protestiert. Doch das ist ihnen nicht gelungen. Die Gemeinde hat am Verein 7 Seichen und Co. sogar eine offizielle Bewilligung gegeben. Die Gemeindepräsidentin war an diesem Anlass sogar mit dabei gewesen. Der heutige Anlass ist eine Bereicherung für die Gemeinde. Wir haben nicht sehr viele Anlässe das ganze Jahr durch. Wir haben den 1. August, wir haben vielleicht noch ein, zwei andere Anlässe. Dann ist es natürlich toll, wenn man im Januarloch so einen schönen Anlass von den Jungen besuchen kann. Rund 100 Christbäume sind verbrannt worden und haben für ein Feuerspektakel gesorgt, das Kinder und Erwachsene genossen haben.